Wollen Sie nicht die Tür zumachen? Wohin nun? Wohin wollen Sie nun? Kann ich was zu trinken kriegen? Ich muss hier auf Polizei warten. Danke. Ich habe einen Toten im Wagen. Messerstich in den Rücken, sagt Dr. Frohwein. Mehr kann ich nicht sagen. Er stand da und hielt mich an. Bisschen geschwankt, ja, kann sein. Aber nichts gesagt. Nur die Hand hielt er hoch. So. Ohne einen Ton zu sagen. Mussten Sie ihm helfen beim Einsteigen? Nein. Nur die Tür machte. Kann man denn eigentlich stehen und gehen mit einem Messerstich im Rücken? Der Tote hatte alle Papiere bei sich. Er heißt Heinold, ist 42 Jahre, wohnt in Grünwald, vom Beruf Kaufmann. Soll ich mal bei Ihnen zu Hause anrufen? Ja, tut das, Walter. Hier ist die Telefon. Harry, es gibt Fälle, ich habe das erlebt, dass Leute, wenn sie in starker Erregung sind, zu einem Messerstich gar nicht registrieren. Natürlich können sie nicht so lange und weit damit herumlaufen. Das würde doch heißen. Das würde doch heißen, dass der Mord hier passiert ist. Ja, hier vor der Tür. Ja, nicht sehr weit weg jedenfalls. Wie lange läuft man schon mit einer tödlichen Verletzung herum? Ja, so wie das aussieht, keine 20 Meter. Ja. Harry, geh doch mal raus und sieh dich ein bisschen um. Es sind ja eine Menge Leute draußen. Ach, Sie meinen, der Mörder könnte vielleicht noch draußen sein? Na, ist doch möglich. Gut, ich geh mal raus und seh mich um. Mhm. So, dann lassen Sie uns mal einen Moment alleine, ja? Ja, na, Kommissar. Helga? Ja. Schreib mal mit. Sie waren also hier, als der Taxifahrer hereinkam? Ja. Und Blasek. Sonst noch jemand? Nein. Wir waren ganz allein hier, Blasek und ich. Haben Sie den Toten im Taxi gekannt? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich habe den Toten noch nicht gesehen. Na, hören Sie mal, da kommt ganz verstört ein Taxifahrer hier herein und sagt, er hat einen Toten im Wagen. Dann gehen Sie nicht mal raus und sehen sich das an. War ich neugierig. Und der da? Der ist nur an einer Sache interessiert. Und die hat er in der Hand. Hat der Apparat gespielt? Nein. Ach, Sie waren also zu zweit hier in der Gaststätte und es war vollkommen still. Ja. Und Sie haben nichts gehört draußen? Kein Wortwechsel, kein Streit, nichts? Nein. Glauben Sie denn, dass das hier draußen passiert ist? Ja. Der Mann ist verheiratet, aber seine Frau war nicht zu Hause, nur die Haushälterin. Und die sagt, sie hat keine Ahnung, wohin Heinold heute Abend wollte. Hallo, Harry. Eine interessante Sache hier. Tod am Taxi, habe ich gehört. Was kann ich fotografieren? Der Tod ist schon weg. Leeres Taxi ist uninteressant. Du kannst mir gefallen tun. Fotografier mal die Leute hier. Wieso? Warum denn? Ja, warum? Vielleicht ist der Mörder dabei. Was?
Ja, knipp's einfach drauf los. Und Harry? Ich weiß nicht, Chef. Ich könnte nicht sagen, dass sich irgendjemand auffällig benimmt. Mhm. Aber Fassbinder ist da. Ich habe ihm gesagt, er soll ein bisschen. Na ja, das ist sehr gut. Kriminalpolizei? Kommissar Keller, und das ist mein... Traufer. Mein Name ist Traufer. Ich bin der Schwager von Heinold. Das ist meine Frau Margarete, eine Schwester von Heinold, und das ist Maria Heinold, die Frau des... Ja, Herr Kommissar, ist das wirklich wahr? Mein Schwager ist ermordet worden. Ja, wenn das Ihr Schwager ist. Ja. Ja. Ich verstehe das nicht. Wie denn nur? Warum denn nur? Wie konnte das geschehen? Wir haben keine Ahnung. Herr Kommissar, Sie sehen uns entsetzt und fassungslos. Ja, das kann ich verstehen. Wie ist das passiert, Herr Kommissar? Ein Taxifahrer sah am Straßenrand einen Mann stehen. Der Mann winkte dem Taxi, das Taxi hielt natürlich. Der Mann war Ihr Schwager. Ja. Der Taxifahrer öffnete die Tür. Der Mann stieg ein und starb. Er starb an einer Verletzung, die er bekommen hatte, an einem Messerstich in den Rücken. Messer? Moment mal, Messer? Ja, was ist denn da vorgefallen? Ich meine, hat es da irgendetwas gegeben? Eine Schlägerei oder so? Nein. Hat der Taxifahrer denn nichts bemerkt? Nichts. Ja, und mein Schwager, hat er nichts gesagt? Auch nichts. Nichts? Na, hören Sie mal, nichts. Der Mann ist tödlich verletzt und da steigt er wortlos in ein Taxi ein? Ja, genau das tat er. Wo war das? In der Gollierstraße. Was hat er denn da gemacht? Gollierstraße? Wie kommt er da hin? Ja, wissen Sie es nicht? Nein. Sie auch nicht? Sie sehen doch nein! Wieso sehe ich nein? Weil sie nicht antwortet. Außerdem ist sie völlig erschöpft. Ja, wir können Ihnen natürlich die Fragen auch alle morgen stellen. Nein, es ist schon gut. Entschuldigung. Ich will es natürlich ihr überlassen. Maria, möchtest du Fragen beantworten? Maria, weißt du, wo Werner hin wollte heute Abend? Gollierstraße. Weißt du, was er dort gewollt hat? Ja, sie weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Weißt du es? Nein. Die ganze Sache ist ein Rätsel. Mein Schwager wird in einer uns allen unbekannten Straße hinterrücks erstochen. So ist doch der Tatbestand, nicht wahr? Ja, ganz recht. Also weiter, ich habe mit der Haushälterin gesprochen. Anna! Mein Schwager kam nämlich als Erster nach Hause heute Abend, so um 7. Anna, kommen Sie mal hier. Naja, komm. Kommen Sie mal zusammen. Wir müssen klären, was gewesen ist. Also, mein Schwager kam heute Abend nach Hause. Wann war das? Es war so also um 7, haben Sie gesagt. 7, ja, Herr 7. Was hat er gesagt? Wie sah er aus? War irgendetwas anders als sonst? Ja, war er unruhig, besorgt, aufgeregt? Nein. Was passierte dann? Das Telefon ging. Ja? Danach kam er zu mir in der Küche, ja? Und sagte, er ich muss noch mal weg. Anna, jetzt überlegen Sie ganz gut. Hat er gesagt, wohin er ging? Hat er irgendeinen Namen gesagt, einen Ort, eine Straße? Nein. Auch nicht, wann er zurückkommen wollte? Nein. Ja. Rätselhaft. Völlig rätselhaft. Ist er mit dem Wagen gefahren? Ja, richtig, sein Wagen. Wo ist sein Wagen? Da müsste ich in der Garage nachsehen. Kommen Sie, das interessiert mich jetzt. Ja. Da steht sein Wagen.
Das ist ein Mann? Ja. Und der da? Ja, das ist meiner. Ah ja, das wissen Sie gar nicht. Wir wohnen hier auch im Haus. Das ist das Haus der Eltern meiner Frau. Groß genug für uns alle. Ja, Herr Kommissar, was ist das für eine Geschichte? Was meinen Sie? Was kann da gewesen sein? Ist er zu Fuß gegangen? Ach, das glaube ich eigentlich nicht. Sondern? Ich könnte mir vorstellen, dass der, der ihn angerufen hat, ja, ihn auch abgeholt hat. Ah ja, natürlich, ja. Aber wer kann das gewesen sein? Tja. Naja, das ist die Frage. Wer kann das gewesen sein? Ja, da waren wir es da, Walter. Ja, steht da. Aber unbenutzt. Der Kommissar meint, dass Werner von irgendjemand abgeholt wurde. Aber von wem? Warum geht's jetzt? Ich hätte da noch eine Frage. Ja? Wann sind Sie eigentlich nach Hause gekommen? Vor einer halben Stunde. Ach. Ja. Und da ist Ihnen gar nicht aufgefallen, dass der Wagen Ihres Schwagers in der Garage stand? Nein, wissen Sie, ich war so aufgeregt. Anna rief uns, also meine Frau und mich im Büro an, als ich von einem ihrer Herren hörte, was passiert war. Und da habe ich das gar nicht bemerkt. Und Frau Heinold, wann haben Sie es eigentlich erfahren? Gerade eben erst. Vor 10 Minuten von mir. Maria, lass mich in Ruhe. Soll ich an die Tür gehen? Nein, nein, ich gehe schon. Ja, ich darf dann gehen. Guten Nacht. Gute Nacht, Herr Kommissar. Hallo? Niemand da? Kommt das öfter vor? Was meinen Sie? Ich meine, dass jemand läutet und dann ist niemand da? Ja, ja, ab und zu. Niemand da, Chef. Ja, das ist merkwürdig. Naja, es wird sich sicher aufklären. Hm. Walter, ich habe mich schon verabschiedet. Mir ist hier im Moment nichts zu tun. Herr Kommissar, Sie haben jede Unterstützung, das wissen Sie. Ja, danke. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Herr Tauf. Gute Nacht, Herr Kommissar. Gute Nacht. Wie kann er es wagen, hierher zu kommen? Das war er doch. Nicht wahr? Wahrscheinlich. Ist er denn verrückt geworden? Hat er den Polizeiwagen nicht vor der Tür gesehen? Wahrscheinlich hat er keine Angst davor. Maria, was machst du da? Du wirst doch nicht jetzt... Natürlich will ich. Maria. Das Klingeln an der Tür kam mir vor wie ein Signal. Das galt doch irgendjemandem. Ja, Maria Heinold nehme ich an. Wohin, Chef? Ach, nirgends. Bleiben wir erstmal hier und denken in Ruhe nach. Entscheide dich jetzt nicht, Maria. Nicht jetzt. Warte ein paar Tage. Es ändert sich nichts und das wisst ihr. Maria, wir handeln ja auch in deinem Interesse. In meinem Interesse? Was wisst ihr denn schon? Werner ist tot, Maria. Weiß. Und du kannst nicht sagen, dass du ohne Schuld bist. Ich weiß es ja. Ja, ich finde nichts Besonderes. Nur der eine da, neben dem Taxi, der ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht warum. Aber wenn einer so neugierig ist... Sehen Sie mal hier, Chef. Ja? Der Motorradfahrer. Ah ja, das könnte sein. Bestimmt, Chef, das ist er. Das ist der Mann, der Maria Heinold abgeholt hat. Mhm. Sehen Sie noch etwas? Ach, das wäre merkwürdig. Walter, sieh dir das doch mal an hier. Das Fenster im ersten Stock. Das könnte... Das ist sie.
Das ist Maria Heinold. Das Fenster da oben ist es. Na, da gehen wir mal rauf. Kommen Sie doch rein. Guten Morgen, Herr Vlasic. Kriminalpolizei. Warum sagen Sie mir das? Ich habe Sie doch gesehen gestern Abend. Ah ja, richtig, ja. Ich war nicht sicher, ob Sie uns wiedererkennen. Sie waren ganz schön betrunken gestern Abend. Das bin ich immer. Das heißt, meistens. Das ist eine Geldsache. Ich habe nicht so viel Geld, wie ich haben möchte, um mich zu betrinken. Heute Morgen noch nichts gehabt? Nein. Deswegen fühle ich mich ja auch nicht wohl. Aber deswegen. Sie kommen wegen gestern Abend? Ja. Wegen des Toten? Ja, wegen des Toten. Mhm. Können wir da mal reingehen? Da reingehen? Ja, wir möchten gerne das Zimmer sehen, das auf die Straße rausgeht. Ist das? Ja. Der kriegt ein Messer in den Rücken. So ein Mann, und dann ist es aus. Herr Blasek, was machen Sie eigentlich so? Ich meine, sind Sie noch im Beruf? Im Beruf? Ich? Ja. Nein, ich. Ich. Eine Rente kriege ich. Und spazieren gehen tue ich. Und saufen tue ich. Leben Sie allein hier? Meistens. Was heißt meistens? Wer wohnt noch hier? Und geben Sie eine klare Antwort. Ich. Wohne hier. Ich, aber manchmal kriege ich Besuch. Von wem denn? Verwandte. Sie wissen ja, wie das ist. Die kommen und fragen, können wir nicht ein paar Wochen hier bleiben? Und dann kommen sie und bleiben ein paar Wochen. Und was für Verwandte sind das? Na, jeder Mensch hat einen Haufen Verwandte. Ne? Sie nicht? Kinder haben Sie keine? Doch, ja, ich habe einen Sohn. Seine Tochter, aber. Sie ist 23, halte nichts von ihr. Warum denn nicht? Sie ist meine Tochter, aber ebenso gut könnte es auch ein Kanarienvogel sein. Ja, so sieht sie aus und so huckt sie rum. War denn dieser Kanarienvogel gestern Abend hier? Das weiß ich nicht. Was, das wissen Sie nicht? Nein, ich habe Ihnen doch gesagt, ich schließe meine Tür nicht ab. Da kann ich auch nicht wissen, ob jemand gekommen ist oder nicht. Wenn ich Geld habe, dann habe ich es in den Taschen. Und hier ist ja nichts vom Wert. Also deswegen konnte ich mir ja auch leisten, meinen Hausschlüssel zu verlieren. Deswegen. Herr Blasek, gestern Abend hat hier an diesem Fenster eine Frau gestanden. Hier an diesem Fenster. Eine Frau an dem Fenster? Ja, das ist möglich. Ja, ich sagte Ihnen doch. Die Leute wissen ja, dass ich meine Tür nie abschließe. Und da ist eben dann ein Neugieriger raufgekommen und hat sich ein schönes Plätzchen gesucht. An dem Fenster. Wo zwei Herzen schlagen in ewiger Treu, Rosen der Liebe erblühen aufs Neu. Ach ja, Sie haben ja einen Sohn, nicht? Naja, ich habe ihn noch nicht, habe ihn nicht. Sie wissen ja, wie das ist. Kinder werden groß und dann spucken sie auf einem. Wie alt ist er denn? 26. Und wer lernt hier Englisch? Ach, Sie glauben, ich sauf nur. Ja? Das ist mein Buch. Ich. Was? Ja, ich versuche, diese Sprache zu begreifen. Das ist gar nicht einfach. I have received an invitation. To a ball for tonight. But I can't go. Also, Chef, das haut mich um. Ja, man sieht's dir an. Wo kann ich denn das Badezimmer mal sehen? Wo? Ja, ja, das ist hier gleich da vorne. Ja, nur mehr eine Rumpelkammer. Ja, ja, ich wollte es trotzdem gerne mal sehen.
Nylonhemdchen, Strumpfhosen. Ja, das ist ja eigentlich alles, was man so braucht, nicht wahr, Herr Blasek? Ich sagte Ihnen doch, meine Tochter ist manchmal hier. Ah ja, richtig, ja. Ja, das sagten Sie. Besten Dank, Herr Blasek. Keine Ursache. Hier zu sehen. Ja, ein bisschen, ja. Chef, brauchen Sie mich hier? Nein, Walter, danke. Danke. Ja. Darf ich mich setzen? Aber bitte, nehmen Sie doch Platz. Ja. Guten Tag, Herr Kohl. Tag. Bei uns hat heute Nacht niemand geschlafen, wenigstens nicht sehr gut. Mhm. Das Erste, was ich heute Morgen tun wollte, war, hierher zu kommen, um mir ein Bild zu machen von dem Tatort, von den Umständen. Und da halte ich mich gerade mit dem Wirt. Ja, Herr Kohl weiß nicht sehr viel. Ja, so gut wie gar nichts, wie ich feststelle. Er sagt, er weiß nichts und das muss man ihm ja auch glauben. Aber, Herr Kommissar, ich habe mir so meine Gedanken gemacht. Darf ich meine Theorie mal entwickeln? Ja, bitte, das wäre wunderbar. Mein Schwager wurde angerufen gestern Abend, abgeholt. Ja. Von irgendjemandem abgeholt, das haben Sie ja selbst gesagt. Kann es nun nicht sein, dass der Streit sich im Wagen, in diesem unbekannten Wagen abgespielt hat? Mein Schwager wollte aussteigen und er erhält beim Aussteigen den Messerstich. Ja, das war zufälligerweise hier. Zufälligerweise. Der Mörder ließ ihn hier liegen. Ja. Mein Schwager versuchte aufzustehen, schwankte, stand dort am Rande des Bürgersteigs, hob die Hand, wollte Hilfe. Ja, was sagen Sie dazu, Herr Kommissar? Ja, es klingt eigentlich vorzüglich. Der Ort hier, meine ich, könnte vielleicht gar keine Rolle spielen. Wir haben uns hier zufällig getroffen. Weißt du, wir reden gerade über die Möglichkeit, dass der Ort hier nur zufällig der Tatort ist. Kann ich was zu trinken haben, bitte? Ja, natürlich. Cognac? Haben Sie Cognac? Cognac für meine Frau, für mich auch, Herr Kommissar, darf ich... Nein, danke schön. Das. Ah, der Blasek, ja, kommen Sie doch nur herein. Sie sind noch da, Herr Kommissar? Ja. Mit Blasek sollten Sie übrigens auch sprechen. Der war nämlich gestern Abend hier, als der Taxifahrer hereinkam. Na ja? Ja, wir haben seine Wohnung durchsucht. Hier oben im ersten Stock. Durchsucht seine Wohnung? Nach einer Frau, die gestern da oben am Fenster gestanden hat. Was für eine Frau? Bei mir war niemand, habe ich gesagt. Ich habe hier eine offene Wohnung, nicht abgeschlossen. Deswegen kann jeder sich ans Fenster stellen. Deswegen. Wir kommen ja. Ja, so muss es gewesen sein. Unten der Auflauf, Polizei kommt, was ist da los? Jeder fragt sich das, aber jeder weiß, bei Blasek kann man rein, kann man sich ans Fenster stellen. Was machst du denn hier? Wo kommst du denn her? Das ist mein Sohn. Kommt und geht, wie er will. Manchmal hört man tagelang nichts von ihm. Und dann kreuzt er hier auf. Sind Sie... Ja, das ist Polizei. Aber es ist eine Sache, die dich bestimmt nicht interessiert. Wieso soll ich mich nicht interessieren? Natürlich interessiere ich mich. Sind Sie wegen des Mannes hier, der hier gestern Abend in einem Taxi gestorben ist? Ja. Das ist ein Ding, was? Scheißsache ist das. Komm bitte. Ja. Einen Moment bitte. Chef, ich hätte einige Fragen an Herrn Traufer. Herr Kommissar, darf ich Sie bitten, mich zu begleiten? Ich habe Ihnen etwas zu sagen. Aber es geht in mein Büro. Oder so. Ja. Wenn Sie mir bitte nachfahren, Herr Kommissar? Ja, bitte. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, da so schnell wegzugehen. Ja.
Das war doch der Motorradfahrer, der gestern Abend Maria Heinold abgeholt hat. Ah, da läuft uns niemand weg, Mann. Wenn ich mal vorgehen darf, ja. Bitte, meine Herren. Da von mir was. Danke, Herr Direktor. Links so wieder. Ja, danke. Guten Tag. Bitte schön. Von mir was, wenn Sie bitte keine Gespräche durchstellen? Ja. Keine Störung. Bitte schön, meine Herren. Danke schön. Bitte schön. Danke. Bitte, Margarete. Bitte, meine Herren, nehmen Sie noch Platz. Brauchen Sie? Ja, sehr gerne. Bitte schön. Danke schön. Bitte. Herr Kommissar, ich habe möglicherweise einen Fehler gemacht. Ich habe Ihnen gestern Abend nicht die Wahrheit gesagt, aus Gründen, die Sie sicher sofort verstehen werden. Meine Schwägerin Maria Heinold lebt seit 3 Monaten nicht mehr zu Hause. Sie lebt zusammen mit ihrem Geliebten Ingo Blasek. Seit 3 Monaten, Herr Kommissar, sind meine Frau und ich Zeugen einer Tragödie. Mein Schwager liebte seine Frau. Scheidung kam für ihn nicht in Frage. Sie entspräche nicht der Familientradition. Ein undenkbarer Gedanke für Heinold, der die Hoffnung nie aufgegeben hatte, dass Maria zu ihm zurückkehren würde. Diese Situation haben wir als strenges Geheimnis behandelt, Herr Kommissar. Gegen jedermann. Von wem haben Sie gehört, dass Maria in diesem Haus wohnt? Darf ich mal? Entschuldigung. Sie meinen die Frau, die da am Fenster steht? Ja. Das ist die Wohnung Blasek und die Frau am Fenster ist Maria Heinold. Die Frau da am Fenster? Ja, das ist sie. Kennen Sie sonst noch jemanden auf dem Foto? Du, Margarete? Ja, da ist ein Motorradfahrer. Der war öfter hier, um Maria abzuholen. Ach ja, richtig, ja. Sagen Sie, Herr Kommissar, brauchen Sie das Foto noch? Ja, wir würden es eigentlich ganz gerne wieder mitnehmen. Wer hat's denn gemacht? Fassbinder, Pressefoto. Es wird doch hoffentlich nicht veröffentlicht, hm? Nein, sicher nicht. Steht da am Fenster. Sie hätten es doch sonst nicht herausbekommen, oder? Ich bin sicher, es ist nur das Foto gewesen. Ja, Sie haben vollkommen recht, es war nur das Foto. Kein Mensch hätte etwas erfahren. Was hätte kein Mensch erfahren sollen? Dass ein Mann wie mein Schwager Heinold in so entsetzlicher Weise gedemütigt wird, Herr Kommissar. Ein Mann, der seit Wochen, seit Monaten nicht schläft, nicht arbeitet. Der wie ein Schwachsinniger heulend vor Elend vor dem Haus in der Golierstraße steht. Sich vor einer Rotte von Halbstarken demütigt, die ihren Spott mit ihm treiben und ihn auslachen. Das, Herr Kommissar, sollte keiner erfahren, wenn es nach uns gegangen wäre. Würden Sie mich bitte einen Augenblick allein lassen? Ja, gern. Motorradfahrer in der Hofeinfahrt. Der junge Blasek ist nicht dabei. Sollen wir den nachfahren? Ja, in Ordnung. Ja, in Ordnung, Harry. Thank you.
Licht nicht auf. Die Tür ist offen, das solltest du eigentlich wissen. Ach ja. Na, siehst du. Tatsächlich. Ja, kommen Sie nur herein. Bitte, Herr Kommissar, ich habe Sie erwartet. So haben Sie das. Na, jetzt wissen Sie es doch wohl. Jetzt haben Sie es Ihnen doch wohl erzählt. Also kommen Sie, machen Sie uns Ärger. Ärger? Wir haben nur ein paar Fragen. Ja, ja, nur ein paar Fragen. Ich sehe es Ihnen doch an. Fertig machen wollen Sie uns. Guten Tag, Herr Kommissar. Guten Tag, Frau Hanoff. Guten Tag. Sie wissen es, Sie wissen alles. Ich bedauere, ich hätte es Ihnen schon gestern Abend sagen sollen, aber Margarete und Traufer baten mich, es nicht zu tun. Ich war beiden gegenüber in einer schlechten Position. Position? Schuldbewusst? Können Sie es nicht verstehen? Man verlässt seinen Mann nicht, man bringt ihn nicht in eine so entsetzliche Situation. So entsetzlich? Andauernd verlassen Frauen ihre Männer. Warum hat er es denn nicht hingenommen? Er tat es nicht und das weißt du. Frau Heinold, ich bin kein Sittenrichter. Ich habe einen Mord aufzuklären. Also bitte, was war denn gestern Abend? Ja, ja, was war denn gestern Abend? Nichts war. Wir waren hier oben in der Wohnung und plötzlich hörten wir Polizeisirenen. Was ist denn da los, sagte Ingo. Wir gingen ans Fenster und draußen stand ein Taxi mit furchtbar vielen Menschen drumherum. Glauben Sie die Geschichte? Ja, warum soll ich sie nicht glauben? Die glauben Sie ja doch nicht. Können Sie mir doch nicht erzählen. Wahrscheinlich haben Sie schon den Haftbefehl in der Tasche. Es war genau so, wie ich es gesagt habe. Frau Heinold, war Ihr Mann hier oben? Nein. War nie hier oben? Nie, nie, nie. Er war so oft hier oben, wie es nur ging. Stand plötzlich im Zimmer. Der Alte schließt ja nie ab. Ich hab gesagt, hör zu. Du siehst doch, sie will nicht mehr zurück. Sie will nicht mehr. Ich konnte mit dem Mann nicht reden. Einfach nicht reden. Ich hab gesagt, wir wollen dich hier oben nicht mehr sehen. Um Himmels Willen, habe ich gesagt. Hau ab, sonst werfe ich dich eigenhändig die Treppe hinunter. Aber es machte ihm nichts. Es machte ihm einfach nichts aus. Soll das heißen, Sie haben ihn die Treppe runtergeworfen? Merkst du, Sie fangen an, es geht los. Ja, ich habe es getan. Ich wollte ihn einfach nicht mehr sehen. Aber dann stand er unten auf der Straße und sah rauf. Den habe ich noch mitten in der Nacht stehen sehen. Ein Verrückter. Was tun Sie, Herr Blassig? Beruflich? Nichts. Im Moment nichts. Ja, haben Sie was gelernt? Kaufmann. Aber der Beruf hat mir keinen Spaß gemacht. Ich übe ihn nicht aus. Ach, dann sind Sie sozusagen beschäftigungslos. Das sehe ich anders. Ich habe jetzt Zeit, mich zu beschäftigen. Womit, wenn ich fragen darf? Womit, womit? Mit den Möglichkeiten, die man hat. Welche habe ich denn? Darüber denke ich nach. Aber das geht Sie nichts an. Was Sie angeht, das haben Sie bereits gehört. Wir waren die ganze Zeit zusammen. Wir haben meinen Mann nicht gesehen. Wieder alle Türen offen. Ah, Herr Kommissar, Sie sind da. Jetzt werden Sie denken, der Blasek, der säuft nicht nur, sondern der lügt auch, ne? Ja, ja, da haben Sie recht. Aber was soll ich denn machen, wissen Sie? Da hat man Kinder, die einem nicht gefallen, davon sprach ich ja schon. Aber die kann man doch nicht im Stich lassen. Na, wie steht die Sache? Ihr Sohn und Frau Heinold sagen aus, sie seien gestern Abend zur Mordzeit hier im Zimmer gewesen und hätten das Zimmer nicht verlassen. So, na ja, dann wird das ja stimmen. Warum sagst du mir denn nichts davon? Das weiß ich ja gar nicht. Da lügt man und lügt man. Für nichts und wieder nichts. Entschuldigen Sie. Komm weiter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Wiedersehen. Wiedersehen. Von einem betrunkenen Menschen wie mir, da wollen Sie nichts wissen, was? Ich mache mir so entsetzliche Vorwürfe, Maria.
Sie haben mit haarscharfen Messern auf eine alte Holztür geworfen. Scheinbar ging es um Geld. Alles Freunde von Ingo Blasek. Und drei von ihnen waren am Tatort. Das kann doch kein Zufall sein. Darf ich? Ja, bitte. Was sehe ich denn da? Meine Fotos? Deswegen komme ich nämlich vorbei. Ich wollte fragen, ob sich was ergeben hat. Ihr hattet mir doch einen Mörder versprochen. Auf dem Bild. Habt ihr ihn? Nee. Aber die haben uns schon sehr geholfen, die Fotos. Waren sehr interessant. Ja? Mich hat dann nämlich jemand angerufen, ein gewisser Traufer, ob er auch die Fotos haben könnte. Was denn? Traufer wollte die Fotos haben. Diese Fotos sind für mich, wie soll ich das nennen, Herr Kommissar, Dokumente, wenn auch traurige. Hat Ihnen Herr Fassbender gesagt, dass ich die Fotos in Auftrag gegeben habe? Ja. Und er sagte auch, Sie hätten es ziemlich eilig damit gehabt. Eilig damit? Ja. Nein, Herr Kommissar, das muss ein Missverständnis sein. Ich hatte ganz allgemein keine Zeit, das war's wohl. Ja, diese Fotos sind erschütternd. Ich habe sie meiner Frau gar nicht mehr gezeigt. Wo ist sie übrigens? Meine Frau. Die hat sich hingelegt. Ja, sie konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Sagen Sie, Herr Traufer, wirft der Tod Ihres Schwagers eigentlich finanzielle Probleme auf? Nein. Nein, überhaupt nicht, Herr Kommissar. Meine Schwägerin erbt... Ach so. Vermuten Sie dort ein Motiv, Herr Kommissar? Nein. Nein, nein, mein Schwager hat ihr immer genug Geld gegeben, selbst in den letzten Wochen noch. Der Ärmste hatte Angst, sie würde verhungern. Ich weiß gar nicht, was er sich gedacht hat. Sie wollte gar kein Geld, aber da hat es bei Blasek in den Briefkasten geworfen, wo es die Hausbewohner dann gestohlen haben. Tja. Das könnte der Arzt sein für meine Frau. Ach, Anna, fragen Sie bitte erst, wer da ist. Haben Sie sonst noch Fragen, Herr Kommissar? Nein, eigentlich nicht. Was wollen Sie denn hier? Warum lassen Sie diesen Mann rein? Na, nun hören Sie sich doch erst mal an, was Herr Blasek zu sagen hat. Guten Nacht, Herr Traufer. Guten Nacht, Herr Kommissar. Guten Nacht, Blasek. Warum haben Sie ihn eigentlich hier reingelassen? Er wurde doch erwartet. Danke. Guten Nacht, Anna. Also, nach dem, was Harry und ich gehört haben, Chef, hat Ingo Blasek einen ganz schlechten Ruf. Tut nichts, spielt sich auf, ist jähzornig. Sagen die Leute. Ja, aber die reden nicht nur, die wundern sich. Warum wir den nicht festlegen? Für das ganze Haus ist es nämlich klar. Ingo Blasek war es. Denn die haben nämlich gesehen, wie er den Heinold behandelt hat. Der war doch manchmal richtig außer sich. Aber Ingo Blasek hat ein Alibi. Maria Heinold gibt es ihm. Naja, nur weiß ich wirklich nicht. Ja, bitte, es ist die Frage, wie viel das Alibi wert ist. Aber gehen wir mal alle durch, ja? Bitte. Maria Heinold? Hat ein Alibi durch Ingo Blasek, egal was es wert ist. Ja, Traufer? Ja, den magst du nicht, was? Nicht besonders, ich weiß nicht warum, aber... Immerhin war er zur Mordzeit im Büro. Die Sekretärin bestätigt das. 19:30 Uhr? Ja, sie hat an dem Abend bis 9:30 Uhr gearbeitet. Fleißige Leute. Weiter. Was ist mit Margarete Traufer? Es geht jetzt nur ums Alibi. War mit ihrem Mann im Büro, das bestätigt ebenfalls die Sekretärin. Also Traufer und Frau im Büro. Arbeitet die Frau Traufer eigentlich mit? Ja, in der letzten Zeit. Denn ihr Bruder hat sich ja... Was ist denn, Rehwein? Braucht die Unterschriften. Oh, ich komme sofort. Ja, Entschuldigung. Ja, bitte. Ihr Bruder hatte sich ja in der letzten Zeit nicht sehr um das Geschäft gekümmert, ne? Was ist denn mit dem alten Blasek-Chef? Der wiederum war zur Mordzeit in der Kneipe und das bestätigt der Wirt. Ja, also los jetzt. Walter, du gehst auf Ingo Blasek los. Du kümmerst dich nochmal um die Sekretärin wegen der Alibis von Traufer und seiner Frau. Und du, Harry... Ich übernehme die Feuerstühle, Chef. Ja, genau. Eine Frage, Chef. Ja? Was machen Sie? Ja, wenn du mir freundlicherweise die Erlaubnis gibst, ich kümmere mich noch ein bisschen um meinen Freund Blasek, ja? Ab jetzt. Sekretärin! Ja, du hast Glück, ein hübsches Mädchen. Ja. Gehst du bei mir mit, Walter? Ja, okay. Na, Reben, was denkst du? Was ist das für eine Frau? Die ihren Mann monatelang quält mit diesem Nichtstuer. Maria Heinold? Oh, ist eine sehr attraktive Frau. Ach, herzlos ist die. Wie kann man sowas aushalten? Ach, Rehbein. Diese Frau hat nicht nur ihren Mann verlassen, sie hat ihr Milieu verlassen. Sie ist aus ihrer Umwelt geflohen und wurde verfolgt.
Nicht nur von ihrem Mann. Auch von diesem Traufer und seiner Frau. Moment mal. Evan? Ja? Stell bitte mal sofort fest, ob in der Gorlierstraße oder in der Nähe sich eine Autoreparaturwerkstatt befindet. Autoreparatur? Ja, oder ein Abschleppdienst oder irgend sowas. Guten Tag. Tag. Geben Sie mir noch einen Schnaps, und zwar von der Sorte, die Blasek trinkt. So stark? So viel? So stark, so viel. Was heißt so viel, das weiß ich nicht. Ich nehme an, er kann eine ganze Menge vertragen, der Blasek. Ja, der verträgt eine ganze Menge. Haben Sie ihn eigentlich schon mal richtig betrunken gesehen? Ist er immer, ist er nie. Ich weiß es nicht. Ist er nicht ganz normal, was? Sehen Sie es? Warum lernt er Englisch? Das muss er nicht lernen, das kann er. Er ist zur See gefahren und davon träumt er. Davon und von Kanada. Und was will er in Kanada? Fischen. Aber wenn Sie was wissen wollen, dann fragen Sie ihn doch selbst. Ja, zunächst frage ich aber erst mal Sie. Ich habe da noch eine Frage. Kommen Sie, kommen Sie. Ich bin Wirt, ich rauche, saufe, schlage mir die Nächte um die Ohren. Ich habe ein ganz kaputtes Gedächtnis. Draußen vor Ihrer Tür wird ein Mord begangen. Und in diesem Raum befinden sich zwei Personen, Sie und Blasek. Niemand sonst? Niemand sonst. Und wie lange war Blasek schon hier? Eine gute Stunde. Und sitzt hier und trinkt hier und geht nicht mal für eine Minute hinaus? Nicht für eine Sekunde. Bis der Taxifahrer hereinkam. Bis der Taxifahrer hereinkam. Sie sagen, Sie haben ein kaputtes Gedächtnis? Ich finde, es funktioniert tadellos. Aber ich habe noch eine andere Frage an Sie. Ist das eigentlich ein Verhör? Ja. Kennt der alte Blasek Traufer, den Schwager von Heinold? Vorsichtig. Ich akzeptiere keine Lügen mehr. Kennt Blasek Traufer, habe ich gefragt. Fragen Sie ihn doch selbst. Zunächst frage ich Sie. Ja, ich habe sie zusammen gesehen, hier. Saßen am Tisch hier. Kamen zusammen rein, gingen zusammen raus. Helfen sollte ihm Blasek, damit sein Schwager nicht total den Verstand verliert. Ja, ich habe ihn geschlagen, gestoßen, angefasst habe ich ihn. Ich habe gesagt, Menschenskind, hauen Sie doch endlich ab, lassen Sie uns in Ruhe. Und? Hat er sich gewehrt? Gewehrt, der. Der hat sich nie gewehrt, das war es ja. Reden wollte er den ganzen Tag reden mit mir und mit Maria. Der Mann hat uns umgebracht, nicht wir ihn. Hm. Frau Heinold, sagen Sie mir das doch noch mal ganz genau. Ihr Mann war an dem Mordabend nicht in diesem Zimmer. Und Sie beide haben diese Wohnung nicht verlassen, das haben Sie doch ausgesagt. Ja, wir haben immer in schrecklicher Angst darauf gewartet, dass er kommen würde. Wir haben doch immer in schrecklicher Angst darauf gewartet. Was machen Sie denn schon wieder hier? Das ist meine Wohnung hier. Wollen Sie mich nicht fragen, ob Sie hier reinkommen können? Entschuldigen Sie, aber hatten Sie nicht selbst gesagt, dass hier jeder kommen und gehen kann, wie er will? Ja, fragen. Wollen Sie nicht aufhören damit? Nein. Und zwar, weil unter dem Fenster auf der Straße ein Mensch umgekommen ist. Ja, was haben wir damit zu tun? Das wollte ich gerade klären. Vielen Dank. Schnüffeln überall rum. Hast du gesagt, dass du Ingo vorgestern Abend unten gesehen hast? Das will ich dir gerade erzählen. Aber dir ist nicht wohl dabei, nicht? Dass er unten war. Im Hausflur. Auf der Straße. Warum ist er denn nicht wohl dabei? Bist du auch nicht ganz sicher, nicht? Hör auf, Mensch. Jetzt sind sie bei Lossmann und Conny. Kann ich sowas behalten? Könnte den Spaß machen. Spaß macht mir das keinen. Aber sie kriegen es heute Abend wieder.
Fischmesser. Fisch mit dem Messer? Ja, Sie haben es beim Blasik liegen gesehen und er hat Ihnen ein paar davon besorgt. Na, gibt's was Neues? Nein, nichts. Na, das weiß ich doch, dass Sie lügen. Warum tun Sie das? Ich bin doch darauf angewiesen, dass ich erfahre, wie alles steht. Das ist doch meine Sache. Das ist meine Wohnung, mein Sohn. Ich bin davon betroffen. Und was tun Sie? Sie gehen hier herum und fragen alle Leute. Was fragen Sie eigentlich? Fragen Sie mich. Ich sag Ihnen, wer ich bin. Ein Mann, der seine Tür offen lässt, der nichts zu verbergen hat. Keine Reichtümer, keine Angst. Ah, Herr Blasik, kommen Sie nur rein. Ich habe auf Sie gewartet. Auf mich? Ja. Auf mich? Wie sich das anhört. Gib mir was zu trinken, ja? Ja, geben Sie uns beide was zu trinken. Es geht auf meine Rechnung. Alles gut. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Entschuldigung. Danke. Wie wachen Sie morgens auf, Herr Kommissar? Oh, ja, ziemlich schwer, ne? Ja, da geht's Ihnen wie mir. Ich weiß manchmal gar nicht, wo ich bin. Ja, genau so ist es. Man weiß auch gar nicht, wie man heißt. Und wenn man sich dann allmählich an seinen Namen erinnert, dann sagt man sich, ach so, der bist du, ja. Ja, und dann ist man der. Das ist schlecht, Herr Kommissar, schlecht. Ja, und dann liege ich da und dann träume ich. Ne? Dann stelle ich mir vor, es kommt jemand, der sagt, aufstehen, Blasek, trinken, Blasek, es geht alles auf meine Rechnung. Das ist gut, Herr Kommissar, gut. Na ja, dann trinken wir mal, ja? Prost. Prost. So, nun sagen Sie mir mal, wer der Mörder war, denn Sie wissen das ja. Was haben Sie da gesagt? Ob ich was weiß? Wer der Mörder war, der Heinold das Messer in den Rücken gestoßen hat. Das weiß ich nicht, Herr Kommissar. Tatsächlich, ich weiß nichts, tatsächlich nichts. Fällt es Ihnen so schwer, zu sagen, was Sie wissen? Ich weiß nicht, Herr Kommissar, was mir schwer fallen oder was mir leicht fallen soll. Ja gut, Blasik. Dann bleiben wir hier sitzen und trinken und trinken und warten, bis wir es herausbekommen haben. Und wir brauchen nicht einmal dabei aufzustehen. Nicht mal aufstehen. Ich krieg noch was. Nicht mal aufstehen, also ich weiß nicht. Das glaube ich nicht. Blasik, Sie fischen gerne? Ja, ich fische gerne. Was ist daran schön? Nur wenn man das nicht versteht. Verstehen Sie es? Oder fischen Sie nicht? Er hat mich mal mitgenommen zum Fischen. Wo fischen Sie denn gern? An Bächen, an Flüssen, an Seen? An Flüssen? Es gibt nichts Schöneres, als so im Wasser stehen mit den großen Stiefeln so oder durchs Wasser gehen oder am Ufer lang. Also Schöneres gibt's nicht. Und deswegen wollen Sie nach Kanada? Kanada? Wie kommen Sie auf Kanada? Ja, er hat mir das erzählt. Das ist ein Traum von Ihnen, Kanada. Nur eins verstehe ich nicht dabei, Herr Blasik. Kanada ist so ein sehr raues Land und gesunde Luft. Und das für einen Softkopf wie Sie. Ja, nicht wahr? Der morgens nicht schnell genug besoffen werden kann. Ja, ich finde es auch komisch. Aber Sie wollen hin. Ja, man will ja immer irgendwo hin. Und Sie wollen nach Kanada fischen.
Sag mal, warum lässt du mich denn mit dem leeren Glas hier sitzen? Chef, Moment mal bitte. Ja. Was ist denn? Das könnte die Tatwaffe sein. Wir haben die Maße genau nachgeguckt. Eine Messe dieser Art ist immer groß. Spezialgeschäft. Sehr gut. Ja, bleibt in der Nähe. Ja. Na, Blasek? Mhm. Kennen Sie solche Messer? Haben Sie auch so eins? Ja, ja. Ja, ich habe auch so ein Messer. Ach, das würde ich gerne mal sehen. Können Sie es mir holen? Nein, das kann ich nicht. Ich habe es verloren. Ja, vor ein paar Tagen im Wasser. Das finde ich auch nicht wieder. Gut. Dann trinken wir eben noch ein bisschen. Herr Wirt, noch einmal dasselbe. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt oben bleiben. Warum bleibt ihr denn nicht oben? Herr Kommissar, ich habe mich entschlossen... Was? Sag ihr, Sie sollen Mund halten. Mund halten? Was heißt hier Mund halten? Sie will sagen, dass sie unten war, auf der Straße. Schön soll sie es sagen. Ich war unten, ich habe Zigaretten geholt. Er weiß es doch, dass ich hier war und dass ich wieder raus bin. Sagen Sie, Herr Kommissar, empfinden Sie es nicht als Zumutung, meine Frau und mich hier dieser Situation auszusetzen? Ich habe Sie hierher gebeten, um Ihnen zu sagen, wer Ihren Schwager umgebracht hat. Herr Kommissar, ich will in dieser Sache nicht länger lügen. Er war unten. Aber er hat meinen Mann nicht gesehen und er hat ihn auch nicht umgebracht. Ich weiß, er ist nicht der Mörder. Wie? Ja, wissen Sie denn, wer der Mörder ist? Ja, das weiß ich. Und zwar haben Sie mich auf den richtigen Weg gebracht, indem Sie die Fotos vergrößern ließen. Was haben Sie denn nicht darauf gesucht? Ich habe Ihnen ja bereits gesagt, dass diese Fotos für uns, für mich Dokumente sind. Walter, Harry, wir haben einen großen Fehler gemacht. Als wir uns dieses Foto ansahen, haben wir nur auf Menschen geachtet. Ich verstehe. Der Wagen. Die Nummer ist gut zu erkennen. MWX690. Ihr Wagen, Herr Taufer. Das ist Ihre Nummer. Wann wurden die Fotos gemacht? Ungefähr um 20.30 Uhr. Also um 20.30 Uhr stand Ihr Wagen hier in dieser Straße. Ich meine... Ja, ja, ich weiß. Sie haben sich sicher eine Erklärung dafür zurechtgelegt. Aber jetzt werde ich Ihnen mal sagen, was ich mir dachte, als ich auf diesem Foto Ihren Wagen sah. Ich dachte mir, das ist der Mörder. Jetzt haben wir ihn. Sind Sie verrückt geworden? Traufer selbst hat seinen Schwager abgeholt und hier in diese Straße gefahren. Und da wurde ja Heinold auch hinterrücks erstochen. Das würde ich auch denken, Chef, aber... Ja, aber warum hat er seinen Wagen hier in dieser Straße stehen lassen? Ja. Es gab ja keinen Grund, es gab ja keine Erklärung. Bis ich auf die einfachste Lösung kam. Der Mörder wollte weg. Nur der Wagen sprang nicht an. Sie fantasieren ja. Der Mörder musste sich ein Taxi nehmen, zurück in sein Büro. Ich habe übrigens die Reparaturwerkstatt ausfindig gemacht, der Sie den Auftrag gegeben haben, den Wagen abzuschleppen. Ja, und der Wagen, der war ja dann noch rechtzeitig in Ihrer Garage, als wir zu Ihnen kamen. Nur, kleiner Fehler, die Kühlerhaube war kalt. Was haben Sie? Sie haben die Reparatur... Ja. Also gut, Herr Kommissar, ich habe meinen Schwager Heinold gestern Abend angerufen. Ich habe ihn auch abgeholt. Ich hatte mit ihm zu sprechen. Er sollte ins Büro kommen. Er war dabei, die Firma zu ruinieren, total zu ruinieren, durch Fehlentscheidungen. Was sage ich, gar keine Entscheidung. Er wollte nicht. Er wollte wieder mal hierher. Da habe ich ihn hier abgesetzt. Ich habe gesagt, geh zum Teufel. Ich war mit ausgestiegen, dann bin ich zu meinem Wagen zurückgegangen, bin wieder eingestiegen. Wollte starten. Der Motor sprang nicht an. Da ist aber etwas sehr sonderbar, Chef. Ja, sag. Ich habe die Sekretärin natürlich genau befragt nach den Alibis für die Mordzeit, die wir doch mit 19.30 Uhr annehmen. Ja. Sie sagt, um diese Zeit seien Herr und Frau Traufer im Büro gewesen. Sie behauptete steif und fest, weil ich habe da nicht locker gelassen.
Ja, weiter. Sie hat ihren Chef zwar selbst nicht gesehen, aber seine Frau sei dauernd ins Vorzimmer gekommen, habe Entwürfe, Abschriften gebracht und wieder hineingetragen und hat laut und deutlich mit ihrem Mann gesprochen. Sagt die Sekretärin, sie will es beschwören. Das kann sie ja auch. Natürlich. Denn wahrscheinlich hat Frau Traufer wirklich mit ihrem Mann gesprochen. Ja, obwohl er gar nicht da war. Denn auf dieses Alibi kam sie ihnen an. Und worauf lässt das schließen? Dass der Mord geplant war. Den er selber gar nicht ausgeführt zu haben braucht. Er brachte Heinold hierher, ließ ihn aussteigen und das andere besorgte wer? Meinen Sie, ich? Ja, Lassig. Kanada, fischen. Ihr Traum, an den Flüssen entlang zu gehen? Aber was hat Ihnen denn der Traufer geboten dafür? Aber Kommissar, Sie haben doch selbst gesagt, ich bin ein oller Saufkopf. Glauben Sie denn, dass ich sowas kann, einem Menschen ein Messer ins Kreuz? Glauben Sie das wirklich? Also, wenn Sie es nicht waren, wer hat denn nun das Angebot von Traufer angenommen? Ich. Das haben Sie doch längst gewusst, Herr Kommissar. Danke, Kurt. Er war dabei, alles zu ruinieren. Alles, seine Familie, sein Geschäft. Ich wusste tatsächlich keinen anderen Weg. Und wo bekam Heinold das Messer in den Rücken? Hier. Aber er fiel nicht hin. Er sah uns nur an. Und dann dreht er sich um. Er geht an die Tür, macht sie auf und dann auch die andere. Dann ist er draußen. Fällt immer noch nicht. Er hebt die Hand.